Wenn Container nach ihrer Seereise in Richtung Deutschland weitertransportiert werden, landen sie nicht selten auf einem Auflieger von Van Orselen. Mehr als die Hälfte der Kunden des Traditionstransportunternehmens ist in Deutschland ansässig. Ich bin Dave Lanser, General Manager bei Firma Van Orselen in Nieuwehoorn. Wir liegen in Nieuwehoorn, nahe der Maasebene, zwischen der Maasebene und Rotterdam. Unser Wagenpark besteht aus 88 ziehenden Einheiten und 130 gezogenen Einheiten sowie 60 gecharterten Fahrzeugen, die täglich von uns verplant werden. Die dagelijks door Van Orselen geplant worden. Die Ladung, die wir vervoeren, ist 80% Deepsea-Container-Vervoer. Rund 80% der Ladung sind Hochseekontainertransporte auf der Straße, Tanktransporte und noch etwas Stückguttransport. Unser Bezug zu Deutschland? 55-60% sind deutsche Kunden. Deutschland ist ein großes Im- und Exportland und die Niederlande sind dafür ein Transitland. Der Markt, wo verschrikkelijk viel Export und Import sitzt, und Nederland ist davon ein Doorvoerland. Wir sehen Chancen für Van Orselen in Deutschland als scheinende. Unsere Chancen in Deutschland: Wir können unseren Kunden Komplettlösungen bieten, inklusive der Abfertigung der Container im westlichen Hafengebiet, diese an Land oder auf einem Boot zu lagern oder schnell ins Hinterland zu transportieren. Wir von Van Orselen treten gerne in Kontakt mit Transporteuren, Reedereien und Speditionen. Als Mehrwert bieten wir Transporte in jeden Hafen und eine komplette Übernahme der Kommunikation in diesen Häfen. Vervoer aan kunnen bieden en voornamelijk een hele makkelijke ontzorging waar communicatie kunnen zijn in de Westhavens.